Frankfurt von unserem wunderschönen Messestand auf der Achima. Wir wollen Ihnen jetzt sehr gerne ein Kooperationsprodukt zwischen GEMÜ und BASF vorstellen. Und neben mir ist Uwe Schmetzer und Felix Hapke. Hallo, Gentlemen. Hallo, Doro. Und das hier ist das Produkt, das wir gerne etwas genauer anschauen möchten. Uwe, verrat mir doch mal, was ist das Besondere? Ja, was wir hier haben, ist ein Ventilblock. Dieser Ventilblock bedient eine spezielle Anwendung, nämlich eine PSA-Anlage. Auf Englisch Pressure Swing Adsorption. Was wird dort gemacht? Dort werden technische Gase gereinigt und aufbereitet. Und das ganze Ding muss kompakt sein. Und wir haben im Designprozess dann begonnen und wir können das ja über verschiedene Fertigungsverfahren herstellen. Wir könnten maschinell das tun, konventionell. Wir könnten gießen oder wir könnten Metall-3D-Druck machen. Wir haben uns für den Metall-3D-Druck entschieden, weil wir eben die Kompaktheit, weil wir eben mehrere Vorteile drin sehen. Und in dem ganzen Designprozess sind wir dann auf BASF gestoßen, was natürlich für uns wichtig war, zertifizierter Partner. Und haben mit denen dann zusammen dieses coole Produkt realisiert. Und ja, das steht hinter der Kooperation GEMÜ und BASF. Super. Felix, kannst du uns was über das Fertigungsverfahren verraten? Ja, sehr gerne. BASF ist ja schon seit 1865 in der chemischen Industrie unterwegs und nicht nur chemische Produkte, sondern letztendlich steht hier auch die chemische Prozessindustrie und die Herstellung von Bauteilen im Vordergrund. Wir machen dies in eigenen Werkstätten in Ludwigshafen zu den höchsten Qualitätsstandards. Und seit 2015 sind wir auch mit dem Thema additive Fertigung hier aktiv. Das ist für uns ein Thema, mit dem wir die Innovationen vorantreiben in der chemischen Prozessindustrie und letztendlich die Vorteile, die neue Technologien bieten können, letztendlich auch für uns intern zu nutzen. Seit 2015, wie gesagt, mit einem eigenen Fertigungszentrum dort aktiv. Und seit 2019 war BASF das erste Unternehmen, was einen 3D gedruckten Autoklaven nach der Druckgeräterichtlinie abgenommen hat und dementsprechend auch zertifiziert hat. Seitdem ist viel passiert. Mittlerweile können wir solche Komponenten und Bauteile bis zu 350 Bar Anwendungen letztendlich anbieten und herstellen und entsprechend auch zertifizieren. Und dies nicht nur für BASF interne Themen und Anwendungen, sondern letztendlich auch für innovative Unternehmen wie zum Beispiel die Firma GEMÜ. Unser Glück, super. Felix, und wie sah jetzt euer Anteil aus an der Fertigung dieses Projekts? Also wir haben das Originaldesign von GEMÜ bekommen und haben uns, unsere Experten, unser Team haben sich angeguckt, was wir von der Anwendungsseite her optimieren können. Das steht immer im Vordergrund natürlich, wie wir das Bauteil so optimieren, dass es in der Anwendung bestmöglich funktioniert und gleichzeitig die Freiheiten und die Möglichkeiten, die die additive Fertigung bietet, letztendlich auch nutzen zu können. Das war dann das Erste. Nachdem wir das Design hatten, haben wir das Bauteil hergestellt in unserem additiven Fertigungszentrum in Ludwigshafen und haben das Bauteil entsprechend mit den notwendigen Dokumentationen, die benötigt wird für die Druckgeräterichtlinie oder um das Bauteil auch in Verkehr zu bringen, an euch übergeben. Und Uwe, ich muss eigentlich gar nicht fragen, weil ich sehe es schon, wie du es hier in den Händen hältst. Du bist zufrieden mit dem Endprodukt, und trinkst, oder? Ne? Ja. Absolut. Nee, also auch so wie Felix sagt, mit BASF zusammen haben wir das voll ausgekostet. Man sieht, die Kühlkanäle haben teilweise andere Geometrien. Das Ding ist sehr kompakt geworden. Wir haben eine Gewichtsreduzierung von 20% erreicht. Und das macht für einen Kunden individuelles Bauteil einfach mega Sinn und mega Vorteile. Und deswegen, wir sind sehr, sehr happy und alles gut. Hammer. Das schreit doch nach einer Wiederholung, oder? Könntet ihr euch vorstellen, dass es vielleicht noch weitere gemeinsame Projekte gibt? Von unserer Seite aus gerne. Wir sind gerne bereit, hier mit GEMÜ weitere Bauteile zu optimieren für kundenindividuelle Lösungen, für Kleinserien letztendlich als Herstellungspartner zur Verfügung zu stehen. Klar. Genau, von unserer Seite auch ein klares Go. Also wir haben einen super Partner, da sind super Feedbacks bekommen und von dem her gesehen werden wir sicherlich weitere Projekte im Additive Manufacturing mit BASF machen. Dann können wir gespannt sein, was die Zukunft bringt. Jetzt ist erstmal der Fokus auf diesem Highlight. Und wenn Sie das einmal selbst mit Ihren eigenen Augen sehen wollen, dann kommen Sie zu uns nach Frankfurt auf die Achima. Wir freuen uns.